Beyond Games. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Vor einiger Zeit hat mich ein gewisser Tolga angeschrieben gehabt, dass er sein Spiel, sein Adventure-Spiel, fertig geschrieben hat. Und hat mich gefragt, ob ich das gerne mal Let's Playen würde. Und ja, das ist dieses Spiel hier. Geisterjäger John Sinclair, Voodoo in London. Er hat auch geschrieben gehabt, dass er ein großer Gabriel Knight-Fan ist. Und das Spiel, ich habe es schon mal reingeschaut gehabt, uns hat er auch geschrieben gehabt, ja, es sieht sehr nach Gabriel Knight aus, in vielerlei Hinsicht. Was ja nicht schlechtes ist, weil es war ja ein tolles Spiel. So, dann würde ich doch einfach mal hier mal reinschauen und schauen wir mal, wie sein Spiel geworden ist. Ich würde sagen, wir brauchen es zwar nicht, aber wir schauen uns trotzdem mal das Tutorial an. Hallo, ich bin John Sinclair und Sie werden mich durch dieses Adventure hier lenken. Mein Schicksal liegt von nun an in Ihren Händen, also habe ich mir gedacht, ich zeige Ihnen mal, wie das hier so abläuft. Wenn Sie mich zu einer Stelle bewegen wollen, dann klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese. All meine Aktionen werden durch Icons der Verbenmünze gesteuert. Um die Verbenmünze aufzurufen, bewegen Sie Ihren Cursor über einen Hotspot und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Es stehen Ihnen verschiedene Icons zur Verfügung. Das Benutzen-Icon, das Sprechen-Icon, das Öffnen-Schließen-Icon, das Nehmen-Icon und das Sehen-Icon. Bedenken Sie, dass die linke Maustaste immer noch gedrückt ist. Bewegen Sie Ihren Cursor nun über einen der Icons und lassen Sie die Maustaste los, um die jeweilige Aktion durchzuführen. Jetzt werde ich versuchen, mir die Stinkesocke da zu krallen. Das räume ich später auf. Okay, jetzt probiere ich mal die Hantel da zu benutzen. Alles klar? Nochmal zur Wiederholung. Es ist immer das gleiche Prinzip. Cursor über einen Hotspot bewegen, linke Maustaste gedrückt lassen, während Sie die Maustaste immer noch gedrückt halten, über ein Aktions-Icon bewegen und loslassen, um die Aktion durchzuführen. Das räume ich später auf. Dann gibt es da noch das Inventar. Das Inventar enthält alle Gegenstände, die ich bei mir trage. Sie öffnen das Inventar, indem Sie die rechte Maustaste drücken. Wie Sie sehen, habe ich im Moment nur das Kreuz dabei. Klicken Sie auf die beiden Pfeile, um im Inventar rauf und runter zu scrollen. Das ist momentan mit einem Item noch nicht möglich, aber wenn Sie mehr Gegenstände haben, werden Sie die Pfeile benutzen müssen. Es wird oft der Fall sein, dass Sie Inventargegenstände untersuchen müssen. Dies gelingt Ihnen mit einem Rechtsklick auf den Gegenstand. Sehen wir uns doch mal das Kreuz an. Dieses Kreuz gab mir diese alte Zigeunerin. Sie meinte, es besäße magische Kräfte. Ob da was dran ist? Doch man darf nicht die Hauptfunktion der Inventargegenstände vergessen. Die Benutzung der Gegenstände. Um einen Gegenstand auszuwählen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf ihn. Dann wird sich der Cursor in das ausgewählte Item verwandeln. Es besteht die Möglichkeit, einen Gegenstand mit einem anderen zu benutzen oder zwei Gegenstände zu kombinieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Schlüssel und eine verschlossene Schachtel bei sich haben und die Schachtel mit Hilfe des Schlüssels öffnen wollen. Im Moment haben wir nur das Kreuz, aber probieren Sie es aus, wenn Sie im Laufe des Spiels mehr Items gesammelt haben. Wenn Sie den Gegenstand ausgewählt haben oder auch nicht, bewegen Sie den Cursor aus dem Inventarfenster und drücken Sie auf die linke Maustaste, um zum Spiel zurückzukehren. Nun können Sie Ihr ausgewähltes Item mit einem Objekt auf dem Bildschirm benutzen, indem Sie mit dem Cursor, der jetzt Ihr ausgewählter Gegenstand ist, auf das Objekt klicken. Wir könnten jetzt zum Beispiel versuchen, das Kreuz in die Kiste dazu packen. Ich glaube nicht. Das hat jetzt zwar nicht geklappt, aber im Spiel werden Sie diese Aktion noch oft genug gebrauchen. Wenn Sie nun wieder in den normalen G-Modus wechseln wollen, dann drücken Sie die rechte Maustaste. Nun zum Interface.
Sie sehen oben am Bildschirm eine Leiste mit verschiedenen Buttons und Anzeigen. Die Optionen, mein Notizbuch, die Hotspot-Anzeige, Ihren Punktestand und die Spielinformation. In den Optionen können Sie speichern, laden, Sound- und Spieleinstellungen ändern und das Spiel beenden. Speichern Sie Ihren Spielstand oft, denn es kann sein, dass ich unter Umständen mal abkratze. In meinem Notizbuch finden Sie wichtige Mitschriften, Hinweise und Ziele. Haben Sie das gehört? Dieses Geräusch ertönt immer dann, wenn ich etwas Neues aufgeschrieben habe. In diesem Fensterchen sehen Sie die Beschreibung von Objekten auf dem Bildschirm, bei denen Sie Aktionen durchführen können. Wenn Sie Ihren Cursor über ein Objekt bewegen, erscheint dessen Beschreibung in dem Fensterchen. Sehen Sie? Hier sehen Sie den maximalen Punktestand und den Sie bis jetzt erreicht haben. So können Sie sich auch ungefähr orientieren, wie viel Prozent des Spiels Sie schon geschafft haben. Das Geräusch, wenn Sie punkten, hört sich so an. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Spielinformation. Hier ist nochmal die Steuerung in etwas kürzerer Form erklärt. Und dort finden Sie auch hilfreiche Tipps, welche Strategien zum Meistern dieses Spiels beinhalten. Ansonsten wären da noch zwei andere wichtige Dinge. Wenn eine Nahaufnahme von einem Objekt erscheint, damit Sie es näher untersuchen können, dann bewegen Sie Ihren Cursor aus dem Fenster der Nahaufnahme und klicken Sie die linke Maustaste. Seien Sie vorsichtig beim Überspringen von Aussagen in langen Dialogen. Ihnen könnten wichtige Informationen abhanden kommen. Sie sollten jede Nachricht mindestens schon einmal gelesen haben. Also auf geht's! Es gibt viel zu tun für uns. Und denken Sie daran. Nehmen Sie sich die Zeit, alles zu erkunden. In diesem Spiel gibt es viele Details, also kosten Sie es voll und ganz aus. Viel Glück! Ja, so viel zu dem Tutorial. Sehr, sehr ausführlich, muss ich dazu sagen. Und was ich vergessen habe zu sagen, ist auch noch, dass das Spiel umsonst ist. Und den Download-Link kommt in die Beschreibung rein, wie immer halt. Gut. Dann, nachdem wir das Tutorial jetzt uns angeschaut haben, würde ich sagen, starten wir einfach mal ein neues Spiel. Und fangen mit Kapitel 1, der Anfang an. Wenn ich mich vorstellen darf, Sinclair, John Sinclair. Ich hatte ein ganz normales Leben mit alltäglichen Problemchen und Tagträumen, gewöhnliche Mitmenschen um mich herum und eben allem, was man sich als Auszubildender bei Scotland Yard so vorstellen kann. Doch ein Ereignis sollte mein Leben für immer verändern. John, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ich traue meinen Augen nicht. Sie sind es. Sie sind der Auserwählte. Sie, John Sinclair, sind der Sohn des Lichts. Woher kennen Sie meinen Namen? Es ist keine Zeit für Erklärungen. Bitte, nehmen Sie dieses Kreuz. Danke. Ich habe zu viele Sünden begangen, um sowas zu tragen. Es hat magische Kräfte. Magische Kräfte? Sie werden es noch mit eigenen Augen sehen. Nur nehmen Sie es. Ich höre Ihre Schritte. Rennen Sie, schnell! Da ist sie! Schnapp sie dir! Verdammt! Diese Schlampe hat das Kreuz nicht bei sich. Oh nein! Der Boss wird uns killen! Fürchte dich nicht. Wer ist da? Du musst es verhindern, John. Was soll das? Wer spricht da? Das Böse droht, die Herrschaft auf Erden zu übernehmen. Geister,
Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, werden die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen. Doch du bist ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Ich? Der Auserwählte? Gehe der Herkunft deines Kreuzes nach. Deines Kreuzes? Warum? Weil du dies verhindern musst. Mein Schädel brummt. Das Kreuz! Ich muss herausfinden, was das für ein Ding ist. Das war kein Traum. Das war eine Erleuchtung. So, und nach diesem Intro fangen wir doch auch mal richtig an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns so alles erwartet. So, schauen wir doch erstmal in sein Journal rein. Gehe der Herkunft deines Kreuzes nach, hat dieser Engel gesagt. Ich habe das Kreuz von dieser komischen alten Zigeunerin. Das ist das Einzige, was ich weiß. Wie sehr jetzt die Geschichte der Original-John-Sinclair-Reihe entspricht, kann ich leider nicht sagen. Weil ich kenne ehrlich gesagt nur die Hörspiele und auch nur die, nicht die Classic, sondern die neueren. Und da hat er das Kreuz schon gehabt. Das heißt, es ist eine etwas frühere Geschichte. Ich verstehe nicht viel von moderner Kunst. Ich weiß nur, dass ich es hasse. Okay, er hasst dieses Bild also. So, was haben wir da? Da haben wir noch Bücher. Diverse Biografien. Willst du die vielleicht, Nein, willst du nicht durchlesen? Vielleicht mitnehmen? Die interessieren mich gerade nicht. Na gut, dann haben wir hier noch eine Statue. Eine metallene Statue, die aussieht wie eine aufgewickelte Schlange. Zutiefst künstlerisch, aber von sehr geringem praktischen Wert. Kommt immer drauf an, was man machen will. Eine Schublade. In der Schublade liegt ein silberner Brieföffner. In Form eines Dolchs. Silberner Brieföffner. Silbern ist nie verkehrt. Kommt mit. Da haben wir noch einen Kleber. Das ist Sukos Spezialkleber. Was auch immer Sukos zu Spezialkleber ist, wir nehmen ihn trotzdem mal mit. So. Das wird nicht funktionieren. Ein Brieföffner in... Das ist Sukos Spezialkleber. Okay, er sagt nicht mehr dazu. Alles klar. Da haben wir Bill. Ja, den kann man nicht anschauen. Auf dem Bild ist eine Landschaft zu sehen. Ja, man kann sich selber noch anschauen. Ja, okay. Geht aber nicht wirklich. Okay, dann können wir mal mit Mr. Bill reden. Darf ich dich kurz stören? Aber immer doch, mein Bester. So, auch das sieht sehr nach Gabriel 1 aus. Jetzt haben wir hier viele, viele Sachen, mit denen wir reden können. Womit fangen wir an? Presse vielleicht. Was gibt's Neues in den Blättern der London Times? Totale Flaute. Nichts Weltbewegendes passiert mir hier in unserem Stadtteil. Letztens musste ich sogar über einen Tankstellenüberfall schreiben, weil ich nichts Aufregendes finden konnte. Es ist wirklich zum Heulen, John. Okay, weiter über Presse. Versuch's doch einfach mal mit Schummeln. Das macht ihr Reporter doch sowieso den lieben langen Tag. Lügen auftischen. Ja, das hat auch eine ganze Weile geklappt, bis mein Boss es durchschaut hat, als ich über eine Haarausfallepidemie in London schrieb. Dann hat das Walross auch noch gemeint, wenn ich nicht bald was Originelles tippen würde, fliege ich raus. So viel zu meiner sensationellen Karriere als Reporter. Kopf hoch, Bill, du machst das schon. Danke für die warmen Worte, aber das macht es auch nicht besser. Ach, das wird schon noch. So, dann mal was Persönliches. Wie läuft es mit der Liebe? Zurzeit können mir die Weiber gestohlen bleiben. Obwohl so eine richtige Massage von einer Asiatin mit Öl und dem ganzen Zeug jetzt genau das Richtige wäre. Frag doch mal Zuko, der kann das bestimmt.
Toller Ratschlag, John. Der bricht mir höchstens was mit seinen Kung-Fu-Künsten. Okay, weiter? Gibt's noch was Persönliches? Was machst du den ganzen Tag? Du meinst, abgesehen von in Selbstmitleid baden und mir niveaulose Stories aus dem Arsch zu ziehen, erfreue ich mich des Lebens. Okay. Wie es aussieht, hat Bill seine Frau noch nicht kennengelernt. Das ist anscheinend auch erst viel später der Fall. Anscheinend wohnen die auch zusammen, im Moment in einer Art WG. Anscheinend. Okay, reden wir über das Kreuz. Was hältst du eigentlich von meinem Kreuz hier? Schick. Nee, im Ernst jetzt. Das hat doch echt was mit all den Gravierungen. Super. Was soll ich schon von deinem verdammten Kreuz da halten? War wahrscheinlich ein Schnäppchen vom Flohmarkt, oder? Nein, eine alte Zigeunerin schenkte es mir. Noch besser. Traum? Ich hatte gestern Nacht einen Traum, in dem mir ein Engel erschien. Was? Sowas wie eine Erleuchtung? Dass ich nicht lache. Seit wann bist du denn bitte so ein guter Christ? Das hat nichts damit zu tun. Ich kann es selbst kaum fassen. Es war so real. Sie war zum Greifen nah und doch so unantastbar. Ich bitte dich, John. Langsam geht's aber wirklich mit dir durch. Wenn ich's dir doch sage, glaubst du, ich würde dich anlügen? Nein, aber ich glaube, du hast gestern wohl irgendwas Falsches geschluckt. Das Unheimlichste war ja, dass der Engel dieselben Worte gab wie die Zigeunerin, bevor sie um die Ecke gebracht wurde. Das einzig Unheimliche hier bist du mit deinen skurrilen Geschichten. Du meinst, sie wurde abgemurkst? Das ist jetzt schon Blödsinn, den du hier erzählst, oder? Okay, jetzt können wir auch über den Mord erzählen. Aber wir sprechen weiter über den Traum. Der Engel sagte, ich sei der Sohn des Lichts, auserkoren, die Mächte der Finsternis zu bekämpfen. Er beauftragte mich, der Herkunft des Kreuzes nachzugehen. Okay, jetzt reicht's. Ich will auch was von dem Zeug, das du genommen hast. Bill, ich meine es ernst. Das mag vielleicht alles total absurd klingen. Und ich würde es ja selbst nicht glauben, wenn dieser Mord nicht gewesen wäre. Aber ich versichere dir, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Na gut, ich war gestern leicht angetrunken, aber das habe ich mir bestimmt nicht eingebildet. Daraufhin hatte ich eine Vision von abstoßenden, monströsen Fratzen. Genug, Johnny. Ich habe die Nase voll von dieser Hokuspokus-Scheiße. Was ist eigentlich in dich gefahren? Du benimmst dich wirklich komisch. Gar nichts ist in mich gefahren. Es war so. Aber weißt du was? Vergiss es. Vielleicht habe ich gestern wirklich nur zu viel gesoffen. Ich krieg mich schon wieder ein. Ich hoffe es, Johnny. Ich hab dich echt gern und ich will dich später nicht in der Klapse sehen. Jetzt ist auch der Mord verschwunden. Das heißt, man konnte nicht mit allem reden, sondern auch nur, ist das jetzt ein Bug oder geht wirklich nur verschiedene Gesprächsthemen, dass da Gesprächsthemen verschwinden? Was hältst du von Zuko? Auch wenn er kein typischer Londoner ist, habe ich den kleinen Racker verdammt gern. Übrigens, Zuko meinte, er fährt nach der Arbeit zu Dr. Fu Manchus Schnellimbiss und bringt dir auch eine Kleinigkeit mit. Du sollst also deinen Magen leer halten. Mir ist der Appetit auf Chinesisch seit dieser Algensuppe von Zukos Großmutter ziemlich vergangen. Ach, gegen so eine knusprige Pekingente ist doch nichts einzuwenden. Gib dir einen Ruck. Und wenn er mir wirklich so eine grüne Brühe mitnimmt? Ich gehe schon seit Jahren zu Dr. Fu Manchus und mir ist bisher noch nie etwas Grünes, Glibbriges, Algenartiges unter die Augen gekommen. Vertrau mir. Na gut, dann werde ich Zuko wohl später einen Besuch abstatten. Ja, da frage ich mich jetzt tatsächlich, war das jetzt ein Bug, dass auch dieses Gesprächsoption über den Mord verschwunden ist? Oder war das wirklich mit dem Traum, weil John dann gesagt hat, es langt und so weiter, dass die zwei so miteinander verknüpft waren, dass es da verschwunden ist? Gute Frage. Ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Ja, ich würde sagen, dann sind wir hier erstmal fertig. Können wir vielleicht noch in Johns Zimmer hier gehen? Ich nehme doch mal an, dass das Johns Zimmer ist. Ja, ist es auch. Okay. Ja, das kennen wir ja von der Dings. Das räume ich später auf. Das kennen wir ja vom Tutorial. Was haben wir da, eine Kiste? Mein alter Teddy, Poster, Bücher. Ein Baseballschläger, ein abgenuckelter Lutscher, Vampirzähne. Aber nichts, was ich brauchen könnte. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter und erkunden Johns Zimmer. Und danach wird es wahrscheinlich rausgehen.
vielleicht mal den Tatort anschauen, mal da noch irgendwie was finden oder wie auch immer. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!